Hallo und herzlich willkommen bei Let's Show World of Tanks. Ich bin wieder in meinem ELC unterwegs, inzwischen habe ich die größte Kanone drauf, alles voll aufgerüstet und noch am Sparen auf den AMX 12 Tonner, den ich mir eigentlich nicht kaufen werde, wollte, was weiß ich. Und das wahrscheinlich auch nicht tun werde, weil die anderen von den Franzosen interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Also wird wohl der ELC bleiben und dann eben mit Schnellausbildung die Mannschaft ausbilden. Naja, was auch immer. Das hier ist jetzt die zweite Folge von der neuen, mehr Strategie ausgelehnten, von der mehr auf Strategie ausgelegten World of Tanks Show Reihe. Und die wird auch nur noch alle zwei Tage kommen. Also, vorher habe ich es ja versucht einzurichten, dass jeden Tag was kam. Inzwischen würde ich sagen, ich mache es nur noch alle zwei Tage. Dafür eben dann auch mit etwas, sagen wir, besseren Matches, weil die eben auch viel länger zum Erfahren brauchen. Ich meine, hier so ein Stufe 9 Battle, dass das mal wirklich gut läuft, das braucht halt seine Zeit. Und dadurch kann man eben nicht jetzt jeden Tag ein Video machen. Vor allen Dingen, da ich inzwischen noch nicht mehr so viel zum Spielen komme. Deswegen mache ich die jetzt lieber alle zwei Tage ein sehr gutes Video, statt jeden Tag eben nur mittelmäßige. Ich denke mal, das gefällt auch euch besser. Und deswegen dachte ich mir, das mache ich mir das so. So, mit dem ELC bin ich jetzt mal hier in der Stadt rumgefahren. Hab da leider ein paar Fehler gemacht. Und zwar habe ich den Tiger unterschätzt. Und naja, das war eben nicht so doll die Taktik. Dann bin ich hier vorgerusht zum T20. Wusste, dass der mich wahrscheinlich nicht treffen wird, weil mein Panzer extrem niedrig ist und der eben versucht hat, auf mich zu zielen, als ich rückwärts gefahren bin. Wenn ich eben direkt dann die Richtung ändere, dann hat er eigentlich kaum eine Chance, mich dann zu treffen. Das habe ich auch schon selber feststellen müssen, das ist ziemlich gemein. Aber mit 14 HP ist es eben recht schwer. Das ist ein Stufe 9er Battle, obwohl ich finde, dass die inzwischen eigentlich am meisten Spaß machen, weil die großen Panzer einfach ihren Turm nicht mehr so schnell drehen können wie die ganz kleinen. Was eben auch ein Vorteil für den ELC ist. Außerdem sind sie meistens größer. Zum Beispiel der Tiger, der kann dann eben auch nicht mehr so tief zielen, wenn man direkt neben ihnen steht. Das ist nochmal zusätzlich so ein kleiner Bonus für den ELC. Also ich muss sagen, trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit dem Teil ist es mir, finde ich, gelungen, inzwischen den Spielstil ungefähr auszumachen. Und zwar so mehr sehr, sehr, sehr schneller TD, mit dem man sich dann auch ab und zu mal irgendwo hinstellen kann und die Leute nerven. Oder man fährt eben um die Leute rum und nervt sie dann, indem man blitzschnell ist, denen eine Kugel reindrückt, wieder wegfährt. Jagdtiger kann man übrigens auch ziemlich toll nerven, davon habe ich allerdings im Moment kein gutes Replay. Das waren extrem schlechte, wo ich den Nerv-Tiger gejagt habe. Und, naja. Das war ziemlich kacke. Habe ich jetzt versucht, ein bisschen länger zu zielen. Was allerdings nicht wirklich was gebracht hat, da wäre ich am besten lieber weiter rangefahren. Und, naja. Da hat man jetzt gerade gesehen, ich versuche immer mit diesem Vor- und Zurückgefahre die Gegner davon abzuhalten, gescheit auf mich zu zielen und dadurch eben auch direkt zu treffen. Und dafür habe ich gerade dem Jagdtiger so richtig was in die Seite reingedrückt. Jetzt gleich, das ist die Stelle, wo ich einen richtig fatalen Fehler mache, das hätte ich vermeiden können. Und zwar hier habe ich schon gesehen, dass das Teil extrem schnell schießt durch das Magazin und er hat mir eine Kette abgeschossen. Also nicht ab, sondern eben beschädigt. Dadurch habe ich keinen Schaden bekommen. Hätte ich lieber rückwärts fahren sollen und eben irgendwie versuchen, von ihm wegzukommen und dann warten, bis er nachladen muss, weil dann sind diese Teile hier extrem verletzlich. Naja, ich denke mal, das Video hat ganz schön gezeigt, wie man damit so in etwa fahren kann. Das war jetzt kein perfektes Match, von denen hatte ich bis jetzt, glaube ich, zwei Stück. Da ist dann allerdings relativ am Ende kamen dann wieder so komische Sachen wie RT-One-Hit-Kill, obwohl ich nicht wusste, dass die mich gesehen hat, weil da null Panzer gespottet waren. Von mir auch nicht. Und solche Matches, die gehen mir dann tierisch auf den Sack. Und sowas will ich dann auch nicht unbedingt zeigen. Naja, also ich hoffe, man hat es einigermaßen gesehen, was man mit dem Teil reißen kann. Das gab eine Menge XP und eine Menge Credits. Es geht natürlich noch deutlich besser. Vielleicht bekomme ich da noch sowas hin und kann es euch dann noch zeigen. Aber wie gesagt, es ist halt mehr so eine Mischung zwischen
sehr schnellem TD und extrem kleinen Nerfer, der überall rumzippen kann und den Leuten in den Arsch schießen und danach ist er wieder weg. Aber man muss eben auch mit dieser Reload-Time aufpassen, die schon relativ lange ist. Naja, ich hoffe, man hat jetzt gesehen, was man damit machen kann und bis zum nächsten Mal.